Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. Und ich möchte euch heute zeigen, wie man mit FreeCAD auch einen etwas komplizierteren Footprint zeichnen kann. Ich hatte es ja im letzten Video angekündigt. Und dazu wollen wir hier mal den DAA 818 nehmen und den jetzt in FreeCAD nachzeichnen und dann im KiCad final bearbeiten. Dazu starten wir unser FreeCAD. Wir wechseln hier in die Part Design Workbench, öffnen ein neues Projekt, erstellen einen neuen Körper, wechseln in die Skizze, sagen der Skizze, dass wir auf XY zeichnen wollen und befinden uns hier schon im Sketcher. Als nächstes brauchen wir jetzt ein Viereck. Das können wir hier oben über diesen Button erreichen oder mit der Taste R für Rectangle im Englischen. Und wir ziehen uns mal ein Viereck und wir ziehen uns gleich noch ein zweites dazu. Ich erkläre euch gleich, wozu das gut ist. Dann müssen wir hier die Symmetriebeschränkung wählen, entweder dieser Button oder die Taste S. Und wir können jetzt hier erstmal das erste Viereck symmetrisch zu unserem Mittelpunkt setzen. Wir wiederholen das gleiche für dieses äußere Viereck hier. Immer aufpassen, dass die Punkte sauber markiert sind, sonst geht das schief. So, damit ist das jetzt alles symmetrisch zum Mittelpunkt und wir können bemaßen. Zuerst bemaßen wir das innere Viereck, das ist hier 35,6 mal 19. So, entweder ich gehe jetzt hier auf diesen Button, horizontale Bemaßung hinzufügen oder mit Shift H für horizontal kann ich hier bemaßen 35,6 mm. Ist das hier richtig? Ja. Dann schalten wir um mit Steuerung V für vertikal und wir wechseln hier runter in diese vertikale Ebene und haben jetzt hier 19 mm. Wir beenden mit Rechtsklick das Werkzeug und ziehen uns mal diese Bemaßungen hier etwas nach außen, dass sie nicht weiter stören. So, jetzt haben wir hier also diese Außenkante gesetzt. Diese Außenkante werde ich nachher in dieses Layer FFab konvertieren und wir brauchen natürlich jetzt noch den Footprint Yard, also den Außenumriss unseres Footprints, dieses FCAT.Yard Layer. Und dazu möchte ich Folgendes sagen, unser Pad hier ist 1,8 mm mal 1,8 mm und ich werde jetzt hier nach außen 1,8 mm noch dazugeben, damit man hier also in diesem Bereich dann eine schöne, saubere Lötfläche hat. Und der Mittelpunkt unseres SMD-Pads wird dann also hier oben genau dieser Punkt sein. Ich weiß nicht, ob man den jetzt hier im Video sieht, aber ich denke dann später im Footprint wird das deutlicher werden. Das heißt, diese Längsseite hier werde ich erweitern auf 3,6 mm. So, und wir müssen also jetzt hier unsere Außenbemaßung hinzufügen. Das heißt, wir geben hier eine vertikale Bemaßung hinzu und zwar die 35,6 plus, und ich kann hier auch rechnen lassen, 3,6 mm, denn 2 mal 1,8, 1,8 auf dieser Seite, 1,8 auf dieser Seite sind ja 3,6 mm. So, einmal beschränkt und dasselbige tun wir jetzt hier in der Vertikalen, indem wir hier angeben 19 plus 3,6 mm. So, durch die Symmetriebeschränkung hier wird das natürlich jetzt hier alles genau symmetrisch und ich habe jetzt hier also einen Rahmenabstand oder einen Abstand zwischen diesen beiden Vierecken von jeweils 1,8 mm. Wir ziehen auch das nach außen, die Bemaßungen, und benötigen jetzt den ersten Punkt oder zwei Punkte für Pads. Und zwar nehmen wir dazu hier mal dieses Pad und dieses Pad. Das heißt, wir müssen jetzt hier ich nenne das jetzt mal Hilfskreis von dieser Ecke nach innen von 4,45 mm ziehen und der muss auf dieser Außenkante liegen. So, dazu wählen wir jetzt hier unser Werkzeug, Zeichenwerkzeug Kreis. Ich zeichne diese beiden Kreise. Wir beschränken den ersten Kreis hier mit diesem Werkzeug den Mittelpunkt auf diese Linie und wir beschränken das auch für diesen zweiten Kreis hier auf die senkrechte Linie. Jetzt können wir noch sagen,
Diese beiden Kreise sollen gleich groß sein und ich vergebe jetzt hier einfach mal einen Durchmesser. Der ist im Prinzip völlig egal, weil den brauchen wir später eigentlich nur, um hier die Position für unsere PET-Konvertierung zu haben. Ich hatte es ja im letzten Video schon gezeigt, wie das dann aussieht, aber kommen wir gleich dazu. So, also 4,45 mm nach innen. Das heißt, wir brauchen wieder hier eine horizontale Beschränkung und wir tragen hier ein 4,45 mm. Und in der Senkrechten sind das 2,6 mm. So, Werkzeug umschalten auf vertikal und hier 2,6 mm eingeben. Damit ist unser Wert jetzt hier oder unser Footprint schon soweit gezeichnet für das, was wir jetzt im KeyCAD benötigen. Wir schließen das Ganze und gehen hier zurück in den Modellbaum, wählen den Sketch an und sagen exportieren und wir exportieren das direkt nach KeyCAD hier mal in dieses in den Hauptordner hinein und wir nennen das Ganze gleich DRA818X, denn es gibt ja zwei Varianten, die VHF und die UHF Variante. Als nächstes wählen wir hier aus Autodesk DXF Datei, 2D Datei DXF, wählen die an, um den richtigen Dateinamen zu haben und gehen auf Speichern. Damit ist das jetzt hier soweit fertig. Wir müssen unser Projekt noch speichern, dass wir notfalls nochmal zurückgehen können. Das tue ich dann hier in den FreeCAD-Ordner. Wo ist er? Da ist er. Und ich nenne es hier DRA818.x. Damit ist auch unser Projekt erstmal gesichert, falls wir hier nochmal nacharbeiten müssten. Jetzt öffnen wir KeyCAD, dann haben wir hier den Footprint Editor und wir sagen neuer Footprint und nennen das Ganze DRA818.x. So, okay. Wir verschieben diese Werte jetzt hier mal aus der Mitte heraus, die Referenz und die Bauteilbezeichnung. Die liegen jetzt auch automatisch hier schon im richtigen Layer. Und auch wie schon im letzten Video gezeigt, gehen wir jetzt hier über Datei, Import Umriss aus der DXF-Datei, durchsuchen wir, nehmen wir diese Datei und öffnen diese. Wir wählen hier an Platzierung auf 0,0. Im Windows kann ich das hier auswählen. Warum das jetzt hier im Linux nicht funktioniert, diese interaktive Platzierung abzuwählen. Also interaktive Platzierung wäre, ich importiere das Bauteil und es hängt dann hier am Cursor. Im Windows geht das, hier im Linux funktioniert es bei mir nicht. Könnte ein kleiner Bug sein vom KeyCAD oder es liegt hier an meiner Installation. Also wir wählen hier fest auf 0,0 auf dem Koordinatenursprungspunkt und die ganze Sache soll hier in die grafische Lage FCAT Yard, also Bauteilumriss, importiert werden. Die Skalierung müssen wir auf 1,0 lassen. Das ist ja eine 1:1 Zeichnung in exakt Millimeter. Also hier bitte nichts ändern, denn sonst wird dann entsprechend umgerechnet und dann stimmt euer Footprint nicht mehr. Linienbreite lassen wir bei 0,2 mm, das ist soweit in Ordnung. Damit ist das Ganze jetzt hier importiert. Und als ersten Schritt brauchen wir jetzt hier diese innere Lage. Die äußere Lage ist ja schon im richtigen Layer, nämlich hier in FCAT. Es liegt dieses Feld schon drin. Das wird unser Außenumriss, der dann auch auf der Platine dafür sorgt, dass in diesem Bereich keine anderen Bauteile platziert werden können. Hier innen, das ist ja der reelle Umriss unseres Bauteils an sich selbst. Den setzen wir jetzt hier in eine andere Layer, nämlich in FFAP. Und dazu wählen wir jetzt also diese Linie hier an. Das ist jetzt ein bisschen Fleißarbeit und wählen hier einfach FFAP aus. Das tun wir jetzt hier mit diesen vier Linien. FFAP und auch hier mit diesen vier Linien einfach umsetzen in die FFAP. Und hier unten noch die letzte. So. Das war jetzt die kleine Fleißarbeit, die man machen muss, da ja alle Linien nur in ein und dieselbe Ebene importiert werden. So, jetzt brauchen wir Pets. Und ich hatte es ja gesagt, wir gehen erstmal hier in die Grundeinstellungen, wählen jetzt hier oben als Pet-Typ SMD-Pet aus.
Die Form soll ein Rechteck sein und die Größe x sind 3,6 mm und die Größe y sind 1,8 mm. Wie gesagt, ich zeige es hier nochmal, 1,8 mm in der Breite, dann die 1,8 mm hier nach innen hinein, der Mittelpunkt liegt in etwa hier, wo mein Cursor ist, und nochmal 1,8 mm nach außen, daher diese 3,6 mm. Wir achten darauf, dass wir hier in den richtigen Masken bzw. Kupferflächen sind. Das passt aber soweit von den Grundeinstellungen her. Und mit OK haben wir jetzt diese Grundeinstellung und wir können jetzt hier unser Pad hinzufügen. Wir rotieren dieses Pad 1 mit der Taste R und das Pad 2 rotieren wir auch nochmal und setzen es einfach hier ab. Wir verlassen das Werkzeug Pad setzen und wir wählen einfach mit dem Cursor unseren ersten Punkt an und es geht ja hier bei diesem Kreis nicht um diesen Kreis, sondern wirklich nur um die Koordinate dieses Mittelpunktes und die soll dann hier in unserem Pad liegen. Die ermitteln wir jetzt also mit der Taste E und wir sehen also hier 13,35 und minus 9,5. Jetzt können wir den Kreis löschen, hier nochmal rein. Und dann haben wir hier also 13,5 und minus 9,5. Jetzt sitzt unser Pad richtig und ihr seht, dass ich diese 1,8 mm hier nach außen als Lötfläche ja habe zu unserem Bauteil und deshalb hier den Yard außen herum setzen muss. Weiter geht's mit dem zweiten Pad. Auch hier wieder den Kreis anwählen, die Koordinaten ermitteln, 17,8 zu 6,9. Minus natürlich hier auch angezeigt, wir entfernen unseren Kreis, wählen das Pad und setzen hier 17,8 minus 6,9, Enter, Pad gesetzt. Jetzt brauchen wir noch die anderen Pads, sind ja noch mehr, sind ja insgesamt 18 Stück und da müssen wir mit der Array-Funktion arbeiten und als erstes erstelle ich diese beiden Reihen hier. So, dazu gehen wir wieder hier in den Footprint Editor, wählen den Pin 1, Rechtsklick Array erstellen. Wir müssen eintragen 7 in der horizontalen, das sind also diese 7 Pins hier, 7 in der horizontalen, dann 2 in der vertikalen, das sind also, das ist diese untere Reihe, Reihe 1, Reihe 2. Den Abstand müssen wir hier mit minus 4,45 eintragen. Auch das sehen wir hier, das ist dieser Abstand zu unseren Pads untereinander. Und in der vertikalen nehmen wir hier die 19 mm, denn die zweite Reihe soll ja hier unten auf dieser Kante setzen. Ich habe das hier schon mal eingetragen soweit und mit OK können wir anklicken und wir sehen, unsere beiden Reihen sind gesetzt worden. Jetzt brauchen wir noch die vertikale, das heißt wir gehen hier nochmal drauf, setzen uns ein Array und wir brauchen in der horizontalen 1 und in der vertikalen 4 und der Abstand horizontal ist 0 und in der vertikalen 4,6 mm. Das sehen wir also dann hier nach unten und hier hinten brauchen wir keine Anschlüsse, die ist unbelegt. So, damit OK und wir sehen, jetzt sind hier diese Pads exakt gesetzt. Was müssen wir jetzt noch machen? Wir sehen, die Pad-Nummern stimmen hier nicht mit unserem Schaltplan überein. Der Pin 1 ist hier oben links. Dazu gehen wir wieder hier in die Schaltung und klicken hier auf diesen Pad, Rechtsklick und wir haben hier unten das Feld Pads und wir können sagen hier Pads neu nummerieren. Präfix brauchen wir nicht vergeben. Erste Pad-Nummer hier ist 1 und wenn ich jetzt, damit seht ihr jetzt hier, ändert sich der Cursor und wenn ich jetzt hier draufklicke, habe ich hier den Pin 1, 2, 3, 4, 5 und so gehen wir hier einfach durch. Und wählen hier einfach alle an. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, auch bei der Reihenfolge zu klicken, denn sonst fängt man nochmal neu an. Er macht stumpf 1, war immer 1 weiter. So, wenn man hier auf dem letzten ist, Rechtsklick
abbrechen oder Doppelklick, dann wird das Werkzeug beendet und wir sehen, jetzt sind unsere Pads hier sauber bezeichnet in der richtigen Reihenfolge. Was müssen wir noch machen? Wir setzen hier natürlich die Referenz. Wir setzen noch die Bauteilbezeichnung mit der Anfassen, Taste M für Move drücken und wir können die hier sauber platzieren. Als nächstes brauchen wir hier noch diese Sperrflächen. Die zeichne ich auch noch schnell ein. Dazu gehen wir in das Layer Drawings User und wir wählen hier ein möglichst kleines Raster, 0,05 mm, und wir wählen hier die Polygonlinie an und beginnen auf dem Eckpunkt hier einfach mal ein Stück in die Mitte hereinzuzeichnen. Das soll an dieser Stelle nur der grobe Anhalt sein als User Drawing, was dann auch nirgendwo auftaucht, um nicht zu vergessen, dass da eine Sperrfläche ist und die muss ja dann auf der Platine mit Sperrflächen freigestellt werden. So, ecken wir das hier alles zu. Damit ist diese Sperrfläche gesetzt. Jetzt können wir hier noch in diesem Drawings-User noch einen Text hinzufügen. Ich klicke den hier einfach mal ein, nenne den jetzt Sperrfläche. Bitte nach Möglichkeit keine Äs oder Ös verwenden, da ich nicht weiß, ob damit KiCad unter Umständen Probleme hat. Wir beachten, dass wir hier im Drawings-User-Layer bleiben. Das hängt jetzt hier am Cursor dran. Mit R können wir es rotieren, setzen das jetzt hier mit ein, um daran erinnert zu werden, dann auf der Platine auch eine entsprechende Kupfersperrfläche zu setzen. Das wiederholen wir dann nochmal, und zwar hier vorne haben wir ja auch, ich zeige es hier nochmal im Links, hier auch nochmal eine Sperrfläche, die ich jetzt hier mal grob aufzeichne, und dazu wechsle ich mal hier im Raster ein bisschen auf größer. Auch hier können wir jetzt wieder einigermaßen unser Feld zeichnen, wo diese Sperrfläche dann hin muss. Wie gesagt, das muss ich natürlich auf der Kupferseite dann erstellen. Auch hier können wir wieder eingeben die Bezeichnung Sperrfläche. So, damit haben wir das hier gezeichnet. Was müssen wir noch machen? Wir brauchen noch ein F-Silk für unseren Bestückungsdruck und den setzen wir hier eben auch wieder an. Wir wechseln in den Layer F-Silk hier oben und mit der grafischen Linien, mit dem grafischen Linientool zeichnen wir dann die Umrandung. Dazu wechseln wir wieder das Raster auf 0,05 mm, dass wir hier genau positionieren können. Und wir können uns dann hier an den Bauteilumrissen orientieren und setzen noch sauber unseren Bestückungsdruck. So, jawohl, wenn das hier soweit fertig ist. So, damit bin ich jetzt hier erstmal soweit am Ende. Das genügt mir. Wer natürlich möchte, kann hier noch diverses Feintuning mit Zeichnungen und so weiter vornehmen. Aber im Prinzip reicht das hier erstmal, wenn ich mir das hier so anschaue. Sehen wir jetzt, wir haben diese Sperrflächen hier eingezeichnet, diese 2/3 und die Footprint-Umrandung als Bestückungsdruck. In den richtigen Layern sind auch die jeweiligen Bezeichnungen und damit bin ich fertig. Jetzt muss ich das Ganze hier nur noch speichern. Ich klicke hier auf Speichern, werde jetzt hier von KiCad nochmal artig gefragt, wo ich das hinhaben möchte. Und die möchte ich hier in die Datei meine Funkmodule doppelklick. Und er sagt, die existiert bereits, weil ich die schon in einem Vorversuch mal erstellt habe. Bei euch kommt das natürlich nicht. Ich überschreibe die jetzt und damit ist dieser Footprint jetzt für KiCad verfügbar. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim FreeCAD Footprint zeichnen und importieren ins KiCad. Tschüss und bis zum nächsten Mal.